Hey Fans, willkommen zurück zu Dishonored. Wir sitzen jetzt hier immer noch in diesem freien Platz, wo diese drei Tallboys unterwegs sind. Wir müssen versuchen, irgendwie auf die andere Seite zu kommen. Das mit dem Kontrolle übernehmen war bis zu dem Punkt ganz cool, bis man da nicht mehr weitergekommen ist, aus dem Tallboy raus muss und der aber noch weiterlebt. Muss ich schon mal was einfallen lassen. Sie stecken ab und zu die Köpfe raus, aber ich hatte so viel mit diesen Toten aus dem Kanal zu tun, dass mich das nicht gestört hat. Die Tallboys sollen sie ausräuchern. Wenn ein Wein entkommt. So, gucken wir mal, dass die hier wieder verschwinden irgendwie. Deswegen müssen diese Idioten mit ihren Seuchenwagen jeden einzelnen Körper ausweiden, bevor sie ihn hier reinwerfen. Wenn wir die Lichtwand wieder aktiviert haben, wird's einfacher. Neue Wahlöl-Tanks sind unterwegs. Ganz leise, ganz leise. Ich hab Besseres zu tun, als nach den Dingern zu suchen. Essen, essen, genau. Trinke, trinke. Ich kehre in die Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Viel Spaß hier drin. Den will ich haben. Weil die Tallboys ja so gute Gesprächspartner sind. Ja, natürlich sind die Tallboys gute Gesprächspartner. Kleine Mimose. So, gucken wir mal, also der eine ist jetzt runtergegangen. Und weg mit dem. Da sind wir großzügig. Da unten läuft der andere lang, aber hier müssen wir jetzt auf die Tallboys aufpassen. Aha. So. Aber man hat auch keine Ahnung, wie man über diesen Platz hier kommen soll. Der kommt gerade zurück. Wow, also jetzt machen wir ein bisschen Stillstand, ganz ruhigen. Den lassen wir seine Patrouille laufen. Blinder Tallboy. Geh weg. Geh weg. Genau, fein, fein, fein. Wir müssen hier unten im Schattigen lang, wo keine Lichter sind. Boah. Sehr, sehr spannend. Weiter. So. Gehen wir da schon mal durch. Gehst du da jetzt wieder weg, bitte? Schön im Dunkeln bleiben. Vorhin sind die ja zu zweit auch noch unterwegs. Geht er wieder weg? Oh, wie komme ich an dem jetzt vorbei? Die da hinten können wir jetzt... Oh, da kommt die gerade her, oder? Er sieht mich nicht. Oh, Herzinfarkt. So, mach dich da weg. Lass mich hier in Ruhe. Ich muss ihn übernehmen da hinten. Langsam hier im Dunkeln vorbeischleichen. Hoppala. So, bevor er hier noch Alarm schlägt, machen wir hier mal das Türli auf. Ah,
Nein! Ach Mann, was soll das? Ich müsste mit denen eigentlich, glaube ich, einfach durch die Lichtwahl durchlaufen können, ne? So, das machen wir jetzt nochmal. Ich wurde jetzt mal aufgeklärt, dass man, wenn man die Lichtschranken manipuliert, eigentlich nicht mehr selber angreifen, sondern die Gegner angreifen. Hätte ich auch mal selbst drauf kommen können. So, das Ganze mal hier ein bisschen... Ah, hör auf. Ein bisschen schneller hier vorankommen. Kann man hier lang schnell jetzt. Was? Ich werde dich finden. Irgendwer. Oh, hat er mich jetzt echt gesehen? Na klar. Wir bleiben mal hier. Dann verlieren sie wieder die Fährte. Sehen die mich noch? Tatsache. Gut, dann können wir den Versuch auch schon wieder als Ulk verbuchen. Sehen sie mich immer noch? Ah, oh, sie sehen mich. Nein, 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 nein. Ach, Mann, 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 Mann. Ärgerlich ist das. Also, man muss auch aufpassen. Die sind da ganz, ganz pfiffig jetzt. Halten wir uns gar nicht da mit dem Gelumpe auf? Gehen wir gleich hier hinter. Dann schauen wir, wie die da rumlaufen. Oh, oh, direkt hier vor uns. Das ist doch... Aber jetzt ist hier keiner. Gut. Boah. Das war knapp. Dem ist nichts aufgefallen. Jetzt schnell die Luke auf und schnell durch die Lichtwand durchlaufen. Pass auf, passiert uns nämlich gar nichts. Ah, gucke. Los, jetzt rein da. Rein da, der schießt doch. Wieso bewegst du dich nicht? Ah, gehst du jetzt hier? Mein Gott. Was war denn das? Habe ich gerade in den Beinen festgehangen von diesem Ungetüm. Mann, Mann. Hier sind bloß noch Plakate von mir. Ich bin eine wichtige Berühmtheit. Na, warum nicht gleich so? Die alte Kanalisation. Die Schwachstelle eines Torboys ist ein Walöltank. Ja. Zurück zum Houndpitz-Pub. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh nee, und wir sind so richtig gut ausgerüstet. Unsere Ausrüstung. Oh. Und hier gibt's auch nirgendwo was. Ich krieg die Krise. Verlassenes Viertel. Das macht einem schon wieder richtig Mut. Keine Runen.
101 Meter entfernt. Hier ist eine. Knochenartefakt. Schön. Zwei von acht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Suche mit den Knochenartefakten hier und den Runen ziemlich vernachlässigt. So auf den letzten Karten, die wir so durchkreuzt haben. Weil ich hier viel zu gepackt bin, hier vorwärts zu kommen. So, wir sind jetzt auch ein bisschen schnell am Kanalisationseingang angekommen, oder? Jetzt aber schon noch woanders hin. Nee, doch nicht. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Gleich mal einen Schluck nehmen. Öffne dich. Schlund zum Untergrund. Rein da. Ich werde kämpfen. Gut, wir bleiben auf Nachtsicht. So, hier passiert jetzt gerade nichts Spannendes, aber ist auch mal schön. Ah. Wünschte, ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Ja. Yep. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gib nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Finde Slackjaw. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten überall. Slackjaw jagte sie. Tiefer in die Kanalisation. So, na toll. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir da jetzt einfach durchgekommen wären. Wie ein Albtraum. Etwas kam und begann uns anzugreifen. Slackjaw ist noch immer da drin. Jetzt muss ich mich auch noch mit Ratten rumprügeln. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber dann bewegen wir uns ja doch noch Richtung Rune. Okay, die ist auch woanders. Ich denke, ich muss jetzt hier lang. Ne, hier geht's nicht weiter. Ach, hier, gucke. Da bin ich aber gespannt, was jetzt hier noch mit Slackjaw ist, dass das jetzt noch unser Verbündeter hier wird. Bestimmt. Wenn er nicht tot ist und von Ratten zernagt. Hat er gerade was geschossen? Bestimmt der Typ. Ah, hier geht's weiter, alles klar. So. Shitter, wie kriechen die jetzt weg? Naja, müssen wir mal wegschießen dann. So, weg damit. Ekliges Gevieh! Mensch. So, wieder eine Sackgasse. Sag nicht, die kommen wieder. Ach, hier unten lang. Haha. Weg hier mit dem Holz. Ey, was ist hier los? Die liegen wieder Leichen. Also ich habe auch nicht erkannt, was das eigentlich darstellen soll, außer dass es wehtut, wenn es einem bespuckt. Komisches Gestrüpp. Oh Mann! Genau, und Slackjaw ist hier auch überall lang, oder was?
Wo wollen wir hier hin? Bitte einmal Luft holen. Na, da haben wir ja was gewonnen, dass wir jetzt hier sind. Ah. Geht's hier noch weiter? Sind wir von da gekommen? Lieber nochmal Luft holen, das hat jetzt gerade zu lange gedauert, uns zu orientieren. Und weiter geht's. Ah, guck an. Mache dich da hoch. Geht nicht auf. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Alles klar. Mit Munition, das hat bestimmt auch einen Grund. Ach, guck mal, da ist die Lumpengräfin wieder. Ich werde das hässliche Fett und all die Seelen abkochen. Na komm, da schauen wir nochmal rein, wa? Lied in deine Knochen schnitzen. Hallo! Ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ah. Ich kann dich reich machen! Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Ich habe sie verwahrt, falls du zurückkommst. Okay, Lumpengräfin helfen oder Slackjaw? Das ist natürlich jetzt nochmal eine richtig gute Frage. Und wisst ihr was? Wie diese Frage beantwortet wird, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ne? Denken wir mal drüber nach. Wem helfen? Slackjaw, Lumpengräfin? Ich finde, die beiden haben sich eigentlich gesucht und gefunden. Ja. Naja, gucken wir mal. Bis dann!